Dann gab es hier noch den Häuptling. Plötzlich sehr ernst, deutet dir an, mitzukommen in einiger Entfernung. Zu seinen Stammesgenossen flüstert er dir ins Ohr. Kimuk, Basro, Kunadi, Barbarok. Und ab jetzt können wir auf den besonderen Boden gehen. Oh, wir können noch mehr. Der Häuptling der Tamalas redet mit großen Augen und beschwörender Stimme auf dich ein. Ishnaum, Barburum, Bonkava, Kimuka, Himbon, Ishnata, Fim, Isungaba. Okay, jetzt sagt er verschiedene. Naja, er hat wahrscheinlich irgendwas zur Prüfung gesagt. Vielleicht sollte ich mir das später nochmal ansehen und versuchen zu übersetzen. Ach, die Truhen, die bringen eh nie was. Notizen will ich haben. Hier war der Birnbaum, genau. Die hat uns dann so ein bisschen irre Sachen gesagt. Und dann nur noch gelacht, genau. Das hatten wir auch alles. Und hier war eine Notiz. Schlüssel vergraben. Den hellblauen Schlüssel muss ich gut vergraben, damit Dr. Reinhardt ihn nicht findet. Hihi. Bei 62.8 sucht er bestimmt nicht. Die sind ja doch alle nur neidisch. 62.8. Das ist ja wohl sehr im Norden. Müsste ziemlich im Norden der Insel sein. Nein. Was war das für ein Geräusch? Der blöde Skorpion, ey. Sonst vergraben die sich nach 3 Schritten oder so. Naja, hab ich mal voll Munition verballert gerade. Egal. Okay, guck ich nochmal in die Häuser. Keine Notiz übersehen? Nee. Ob sich das Dorf hier irgendwie als Lagerraum auch anbietet? Am besten irgendein Ort, wo man immer mal wieder hinkommt, ne? Ich würde ganz gerne für Tangram-Teile irgendwie so einen Raum haben, wo man leicht immer wieder hin und zurückkommt. Dieser Ort, an dem sich die 3 großen Gebirge Talaron, Silaron und Gongaron treffen, wird von den Eingeborenen Wiege der Berge genannt. Genau, das hatten wir auch gesehen. Hier gab's Antaeva, genau. Und was gab's hier? Das Baburka Gongaron Gebirge und die Quellen der Sila. Hatten wir das hier überhaupt schon? Oh nee. So. Können langsam mal wieder Munition finden. Ah, da gibt's welche.
Was? Wieso kann man keine Munition einsammeln, wenn man welche verballert? Aber Tankraumteile einsammeln, ich verstehe es nicht. Kann wahrscheinlich nur den diese sechs Dings zusammen. Oh, bin fast gestorben. Da gibt's noch eine Notiz. Die will ich haben, genau. Magische Feuersteine. Als ich Pinjiok den Stein zeigte, war er außer sich vor Freude. Scheinbar ist dies einer der magischen Feuersteine, die man benötigt, um die Insel vor dem Untergang zu bewahren. Die eruptive Tätigkeit des Vulkans ist im Übrigen deutlich stärker geworden, seit ich hier ankam. Ich frage mich gerade, wenn sie diese ganzen Steine gesammelt hat, wenn sie alle Schlüssel gesammelt hat und alles. Also warum sind diese Sachen dann nicht alle an einer Stelle? Hat sie sie danach alle wieder verteilt oder so? Und kommen die hierher? Das wäre echt nicht gut. Die können nicht da durch, oder? Nur er kann da durch. Ich glaube, die Ameise und so, die können nicht da durch. Ja, und langsam wird es echt Zeit für mehr Munition. So. Ich kann auch mal wieder was essen, ne? So. Okay, und jetzt natürlich sind wir wieder auf Toilette, aber da haben... Nein. Nicht gesehen. Diese Viecher. Lebenselixier wäre auch mal schön wieder. Die gehen uns echt... Oh. Ach nee, wir sind ja hier. Lebenselixiere gehen uns irgendwie zur Neige. Da oben hätten wir eins. Kommen wir da hochgeschwommen? Jo. Brauchen aber jetzt keins, ne? Ammunition und die können wir sogar nehmen. Sehr gut. Okay. Ist. Ach nee. Oh, zu ill. Zeigt dir einen kleinen Trinkbehälter. Möchte dir damit offensichtlich etwas erklären. Inmina Ipas Ish Uno. Film Ipas ist nur Daba zu ethischer. Das habe ich nicht verstanden. Kommen wir da links in den Teil. Da wären zwei Notizen und Lebenselixier. Ah, nee, der ist abgetrennt. Ja, mal weiter versuchen, nach links zu laufen. Oder, nee, da ging es auch nicht weiter, oder? Ja, sagen wir hier auch nochmal Hallo. Lampe. Streichhölzer würde ich nehmen. Ja, komm raus hier. Ach, hier ging's. Ging's hier weiter? Ich weiß nicht.
Aber hier brauchen wir auch nichts. Hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Sollen wir ablegen? Speicheruhr. Ich habe lieber Tangram-Teile dabei. Hier noch mal hin. Soundbug. Ach, cool. Auf der zweiten Insel. Die andere Insel ist... Das hatten wir doch. Hier kommen wir auch nicht weiter. Man braucht noch irgendeinen weiteren Gegenstand, um dann auf Steinen zu laufen, ne? Eine bessere Ausrüstung oder so. Was ist mit dem Sound jetzt immer los? Naja, marschieren wir zurück. Durch den Dschungel. Oder hier? Bringt das was? Nö, ne? So, auf bestimmten Steinen kann man laufen, aber es gibt wohl noch einen Gegenstand, mit dem kann man dann auf noch mehr Steinen laufen. Ist ja vielleicht auch in der Truhe irgendwo. Wir hätten da noch eine Truhe. Okay, dann gucke ich da jetzt rein. Voll umsonst, ey. Wir können das Orakel hier mal holen, ne? Brauchen 3 Quadrate. Wir haben 0. Jetzt bereue ich das, dass ich die nicht immer mitgenommen habe. Okay, hier gibt es noch 2. Alles klar. Muss nur was ablegen. Was legen wir denn ab? Wir haben da auch Skorpion, ey. Oh, wir kommen da auch. Wir können uns da rein cheaten, sag ich mal. In den Tempel. Die linke untere Ecke brauchen wir. Davon haben wir. Okay, wenn wir davon im Moment 3 haben. Und davon haben wir auch im Moment viele. Dann mache ich das mal so. Boah, voll gefährlich. Okay, ich lasse ihn mal ein bisschen nach unten laufen. Geht dann wieder hoch.
beseitige ihn. Was ist das immer für ein Geräusch? Ich weiß das Geräusch nicht ganz zu deuten. Okay, da hinten gibt es noch ein drittes Quadrat. Dann hätten wir drei. Aber vielleicht behalte ich dann mal wieder eins, sprich... bauen wir das hier. Dass ich das hier benutze. Und dass ich trotzdem verdoppel. So. So. Hoch waren wir hin. Waren wir noch nicht? So, ich will den Skorpion da beseitigen. Ich will hier mal voll auf sicher machen auf dieser Karte oder allgemein ab jetzt ein bisschen mehr auf Sicherheit spielen. Ey, wenn der die Schleuder mitgenommen hätte. Ne, vorhin der Skorpion, erinnert ihr euch? Der einfach mal eine halbe Stunde ausgegraben war. Und der hier läuft ein Feld und gräbt sich wieder ein. Nein, Munition geht zur Neige. Oh, die Munition ist da oben liegen geblieben. Was machen wir mit ihm? Sollen wir auch nochmal schießen? Und irgendwie müssen wir die Schlange dann noch loswerden, ne? Vielleicht ist das ein großer, guter Grund, mal wieder zu speichern. 13, glaube ich. Kommt man hier noch hin? Kommt man hier nach oben? Hammer. Yes. Okay, hier kommt man durch. Auch ohne spezielle Ausrüstung. Leg doch mal den Hammer weg. Okay. Benutzen. Nee, ablegen. Kann man sich hier lang bauen mit Brücken? An geraden Ufern keine Brücke anfangen bzw. beginnen. Ablegen. Man kann hier nirgends ins Wasser, weil es zu kalt ist, ja. Wir haben hier eine heilige Prüfung vor uns und der möchte nicht ins Wasser, weil es zu kalt ist.
Überlegen wir kurz. Wir gehen am besten erst von links aufs Orakel. Und dann von unten. Dann laden wir neu und gehen von rechts drauf.